Frank, erster Test der Vorbereitung hier in Mengen. Du hast nach 45 Minuten komplett durchgewechselt. Wie zufrieden bist du mit den beiden Halbzeiten und dem Test insgesamt? Ja, erstens das Ergebnis natürlich für uns sehr zufriedenstellend. Haben 13 Tore geschossen, viele Chancen noch gehabt. Beide Halbzeiten hat der Gegner einen richtig guten Torwart gehabt. Ein paar Aluminiumtreffer. Wir haben den Ball gut laufen lassen. Deswegen war es in Ordnung. Natürlich die zwei Gegentore, die ärgern immer. Kann man immer verhindern, aber wenn man bedenkt, was wir jetzt die ersten drei Tage trainiert haben, dann war es schon überraschend, wie frisch wir heute waren. Das wird sich in den nächsten Tagen mit Sicherheit ändern. Wir müssen noch viel trainieren, wir müssen viel arbeiten, aber ich sage mal, mit dem ersten Testspiel können wir mehr als zufrieden sein. Schnatti, Tests gegen Amateurvereine haben beim FCH Tradition. Für euch als Spieler willkommene Abwechslung, gerade in den ersten Tagen der Vorbereitung, wenn es körperlich anstrengend wird? Ja, ist immer eine willkommene Abwechslung. Für uns ein bisschen auch ungewohnt, dass schon so früh jetzt ein Spiel stattgefunden hat, aber ja, es macht immer mehr Spaß natürlich auf dem Platz zu arbeiten mit dem Ball und natürlich auch ein Spiel zu bestreiten. Hier, wenn man dann nur, was natürlich auch sein muss, die Läufe macht im Wald und deswegen glaube ich, hat sich jeder auch darauf gefreut, dass wir am Mittag ein Spiel absolvieren konnten. Und ja, im Großen und Ganzen war es auch gelungen für uns. Wir waren viel unterwegs, haben Tore gemacht und ich glaube, das war einfach das Wichtigste. Noch bis Dienstag geht das Trainingslager, das erste von zwei jetzt hier im Allgäu. Wie geht es da in den kommenden Tagen für die Mannschaft weiter? Ja, morgen sicherlich mal ein Tag, wo wir regenerieren. Wir können jetzt nicht 6 Tage voll durchtrainieren. Dann wird man wahrscheinlich zu viele Verletzungen gleich am Anfang haben. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wir haben dieses Jahr auch schon viel im taktischen Bereich gearbeitet, im Vergleich zu den letzten Jahren und trotzdem unsere athletischen Schwerpunkte gesetzt. Das wird diese Woche bzw. bis zum Ende vom Trainingslager so bleiben. Wenn wir zurückkommen, schnaufen wir einen Tag durch und dann sind wir vor dem zweiten Trainingslager wieder 9 Tage in Heidenheim mit 3 Testspielen und vielen Trainingseinheiten. Deswegen steht noch eine Menge an. Wir haben viel zu tun, aber so wie es angelaufen ist, bin ich sehr zufrieden. Alles klar, vielen Dank. Bitte schön.